Mit gemischten Gefühlen schaut Kaffeeinhaberin Birgit Schmidt von der Terrasse ihres Cafés in Lauenburg. Hier ist eigentlich ein Weg. Seit dem Hochwasser Ende letzten Jahres ist davon nichts mehr zu sehen. Zum dritten Mal in diesem Jahr steigt der Pegel wieder an. Es ist wieder Hochwasser angesagt. Naja, man gewöhnt sich tatsächlich langsam dran. Das ist ja ein bisschen schräg eigentlich, aber ist halt so. Was mich ein bisschen beunruhigt, weil es ja nie wieder ganz zurückgegangen ist, dass es dann vielleicht ja schon so eine gewisse Grundhöhe hat und dass es dann doch nochmal gefährlich werden könnte. Die Lauenburger kennen das schon. Die Stadt hat Autos von gefährdeten Plätzen evakuiert, Mülleimer demontiert und Uferbereiche gesperrt. Aktuell beträgt der Wasserstand 7,10 Meter. Dienstag soll der Höchststand erreicht sein. Der stellvertretende Bürgermeister ist gelassen. Wir erwarten zu Beginn der nächsten Woche noch eine etwas höhere Hochwasserlage von ca. 30 cm, die noch auf uns zukommen. Lässt uns aber aktuell noch entspannt sein hier in der Stadt. Allerdings beobachten wir natürlich die Pegelstände auch im oberen Elbverlauf dauerhaft. Denn Hochwasser können den Lauenburgern auch gefährlich werden. Rückblick Juni 2013. Das Wasser erreichte einen Höchststand von 9,67 Metern. Die Altstadt überschwemmt. Anwohner wurden evakuiert. Peter Wiegmann erinnert sich noch genau. Wir konnten also das Wasser sehen bei unseren Nachbarn in der Tüte. Da liegt so ein großer Anker hier gegenüber. Da konnten wir das Wasser sehen. Und es war nur ein kleines Stück. Wir haben hier 9,59 Meter Kanalhöhe. Und das war also das einzige Stück, was hier trocken war. Seitdem ist im Hochwasserschutz nicht viel passiert. Am Elbe-Lübeck-Kanal im Osten der Stadt gibt es bereits Schutzwände. Bis Sommer entstehen weitere. Doch in der Altstadt bei Birgit Schmidt sieht das anders aus. Die Gastronomin sieht den Hochwasserschutz mit gemischten Gefühlen. Man ist da sehr zwiespältig natürlich. Wir müssen uns um unser Geschäft kümmern. Die Gäste müssen auch herkommen können natürlich. Und dann ist halt die Frage in so einer Bauphase, was ist da möglich? Aber natürlich wünscht man sich auch den Hochwasserschutz. Bis zu einer Bauphase wird es wohl sowieso noch dauern. Bis dahin müssen die Gastronomen und Anwohner an der Promenade wie die letzten 10 Jahre auch mit den Hochwassern leben. In der Hoffnung, dass es nicht nochmal zu gefährlich wird.